Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel in meinem Kanal, was eigentlich ein altes Spiel ist. Wir waren damals schon vor Ort auf der Gamescom und wir waren auch mal bei Gaming Minds vor Ort, haben uns damals Railway Empire 1 angeschaut. Jetzt ist die Release-Version draußen von Railway Empire 2. Grüße gehen raus, die Kollegen haben uns offenbar ein bisschen vergessen, ist nicht schlimm. Und ja, ihr merkt es, ich bin immer noch nicht ganz wieder fit. Das mag ein bisschen mit Heuschnupfen und Co. zusammenhängen, aber auch mit anderen Dingen. Deswegen würde ich Folgendes vorschlagen. Wir machen was, wo ich nicht ganz so viel reden muss. Wir erleben gemeinsam dieses Spiel, so wie wir es am liebsten tun. Nämlich wir entdecken die Dinge gemeinsam. Und das machen wir, indem wir mit dem Tutorial anfangen. Los geht's. Und ja, ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Wenn ihr das Spiel selber erwerben möchtet, ist ein Link in der Videobeschreibung zusammen. Fantastischen Partner. Sei gegrüßt. Ich habe dich schon erwartet. Ich bin Laurenz van der Zwaag und möchte dir helfen, dich in der Welt der Eisenbahn zurechtzufinden. Von mir erfährst du alles, was du für den Aufbau eines erfolgreichen Transportunternehmens wissen musst. So, ich muss noch ein bisschen meine Stimme schonen und deswegen Möchtest machen wir das auf diese Weise. Passagieren, Post und Fracht Geld verdienen, musst du natürlich verstehen, wo der Bedarf für neue Eisenbahnstrecken am größten ist. Das ist beispielsweise dort, wo Güter produziert werden. Natürlich hilft uns das auch wieder ins Spiel reinzukommen. Wir haben es ja lange nicht mehr gespielt. Und ihr erinnert euch an das Interview mit der Gamescom. Es ist alles viel, viel größer und komplexer, aber dafür sind einige Dinge auch deutlich einfacher geworden. Und das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Sieh dir dazu die Karte an. Bewege die Karte mal in alle Richtungen und ändere die Zoom-Stufe. Und jetzt drehe die Kamera mal in alle Richtungen. Sehr gut. Nun schau dir mal die Gegend um die beiden Städte San Francisco und Sacramento genauer an. Oh, ist das niedlich. So, San Francisco haben wir hier. Und hier haben wir Sacramento. Hier haben wir ein Baumwollfeld, Kühe und Mais. Okay. Entscheidend für das Transportgeschäft sind Städte und Landbetriebe. Städte erzeugen Fabrikwaren, Post und Reisende. Für diese Güter besteht ein Transportbedarf zu anderen Städten. Okay, Fabrikwaren, Post und Reisende. Die Betriebe auf dem Land erzeugen Grundwaren und Rohstoffe, die ebenfalls von den Städten benötigt werden. Ja, das macht Sinn. Solange keine Eisenbahnlinien existieren, müssen alle Güter auf einfachen Landstraßen transportiert werden. Doch diese Transporte überbrücken keine großen Entfernungen, sind mühsam und langsam. Das Transportvolumen ist daher nicht sehr hoch. Ist das süß! Durch die Eisenbahn können die alten Transportwege ersetzt werden. Außerdem können Städte und Betriebe, die bisher zu weit voneinander entfernt waren, miteinander verbunden werden. Die bessere Warenversorgung lässt die Städte wachsen. Auch die Betriebe auf dem Land wachsen, da sie mehr Waren absetzen können. Schau dir mal Sacramento genauer an. Unter dem Namen wird die Größe der Stadt angezeigt. Bewege mal den Fokus auf die Stadt, dann siehst du, was sie derzeit für den Export an andere Städte produziert. In Sacramento entstehen täglich Reisende, Post und Exportwaren. Einiges davon ist für San Francisco vorgesehen. San Francisco hat wiederum Güter für Sacramento. Du sollst jetzt eine Bahnverbindung zwischen den beiden Städten errichten, um diese Transporte übernehmen zu können. Keine Ahnung, wie ich den Fokus auf die Stadt lege. Ich gehe einfach nur dahin und da sehe ich, die wollen Fleisch haben, oder was ist das? Und die hier wollen Stoffe haben, ne? Okay, aber wir sollen jetzt erstmal... Errichte zunächst einen Bahnhof in Sacramento. Öffne den Gebäudebau, um ihn auszuwählen, und bewege ihn dann auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebietes von Sacramento. Drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach San Francisco zeigen. So, Bahnhof. Haben wir eh schon ausgewählt. San Francisco ist ungefähr in die Richtung. Übrigens lässt sich jeder Bahnhof nach dem Bau mit bis zu 2 Zusatzgebäuden und 7 Gleisen erweitern. Bestimmte Gebäude wie Fabriken können dem Ausbau der Gleise allerdings entgegenstehen. Baue den Bahnhof daher nicht zu nah an diesen Gebäuden. 7 Gleise, okay. Nun errichte den 2. Bahnhof in San Francisco. Bewege den Bahnhof auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebiets und drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach Südosten zeigen, damit du im nächsten Schritt gut um die Bucht herumkommst. Sehr gut.
Und die Bucht habe ich jetzt ein bisschen mitgenommen. Verbindung zwischen den beiden Städten. Öffne dazu den Modus Gleisbau und wähle nacheinander bei beiden Bahnhöfen das erste Bahnhofsgleis an. Die Bahnhöfe werden dann verbunden und die gesamte Strecke wird dir als Vorschau angezeigt, die du noch modifizieren kannst. Das Vorschaugleis folgt dem kürzesten Weg. Mhm. Dieser ist aber nicht immer möglich und oft nicht die günstigste Lösung. Vor allem Tunnel und Brücken können sehr teuer sein. In der Übersicht kannst du sehen, wie sich die Gleisbaukosten zusammensetzen. Wenn nicht der Text im Weg wäre. Ja, wir sehen hier Baukosten gesamt, Bahnhofsgleise, Parallelgleise, Erdarbeiten 23.000. Um den Verlauf eines vorgeschlagenen Gleises zu verändern, kannst du Gleispunkte einfügen und diese dann verschieben. Setze nun einmal einen solchen Gleispunkt, indem du das Gleis anwählst. Und wir sehen hier 512.000 für den Tunnel, das heißt, wir gehen mal hier. Optimiere nun die Kosten der Strecke mit der Hilfe von Gleispunkten. Achte darauf, dass sich Länge, Steigungen sowie enge Kurven negativ auf die Reisezeit deiner Züge auswirken werden. Ja. Bestätige dann den Bau. Aber wir können jetzt hier zum Beispiel das Gleis so anheben, dass hier der Tunnel wegfällt und dadurch wird es natürlich günstiger, ne? Das ist der günstiger, den kennt man ja. So. Aber hier noch einen kleinen Tunnel, den können wir uns auch wahrscheinlich sparen. Ist ein bisschen. Ah, das ist wieder so eine Entwickler-Maus-Einstellung, ne? Wo die Entwickler wieder irgendwie. Ich muss mal die Maus-Speed etwas runterstellen. Ich will es auch nicht allzu steil hier machen. Und noch ein bisschen dem Gelände folgen. Oh, das sieht aber witzig aus. Warum ist denn das so komisch? Aber ist auch nochmal günstiger geworden, ne? Wenn wir jetzt hier die Landschaft ein bisschen mehr mitnehmen. Nur manchmal dreht er sich sehr komisch. So, jetzt sind wir von, was war es, 600.000 oder was? Gut runtergegangen. Sehr gut. Die Strecke wurde gebaut und kann sofort verwendet werden. Nun richte eine Zuglinie ein. Füge nun deine neuen Bahnhöfe der Zuglinie hinzu, indem du sie nacheinander anwählst. Es genügt, wenn die Zuglinie zwei Stationen hat. Nun weise der Zuglinie den Typ der Lokomotive zu, den alle Züge verwenden sollen. So, hier natürlich noch viel zu viel Brücke. Eine Lokomotive zur Auswahl. Okay. So, Lokomotive wählen. Nun lege fest, wie viele Züge auf der Zuglinie fahren sollen. Für den Anfang genügt ein Zug. Die Anzeige sagt dir, wie viele Züge derzeit aktiv sind und wie viele du angefordert hast. Für jeden Zug musst du die Kosten für die Anschaffung der Lokomotive bezahlen. Bestätige nun diese Kosten. Okay. Die Route deiner Zuglinie verläuft auf Gleisen, die für beide Richtungen freigegeben sind. Und die Route bietet keine Ausweichmöglichkeit. Wenn mehr als ein Zug auf dieser Route verkehrt, wird es zu Konflikten kommen. Ja. Fantastisch! Die Zuglinie wird nun sofort eingesetzt und ist bald schon unterwegs. Schließe nun den Bearbeiten-Modus, um dir die Zuglinie in Aktion anzusehen. Zoome mal an den Zug heran und beobachte, wie er beladen wird. Der Zug lädt Waren, Passagiere und Post ein, die für die andere Stadt bestimmt sind. Warten wir mal ab, bis der Zug die andere Stadt erreicht. Übrigens kannst du die Spielgeschwindigkeit jederzeit erhöhen. Außerdem läuft das Spiel schneller, wenn du rauszoomst. Okay. Und die wird jetzt beladen. Da sehen wir Fleisch für San Francisco und Passagiere. Und das Spiel läuft schneller, wenn man rauszoomt. Okay. Aber ist denn das wichtigste Feature EOS dabei? Pause? Nein. So ist Pause. Okay, gut. Mitfahren ist nicht möglich. Wahrscheinlich, weil es Tutorial ist, ne? So, okay. Dann haben wir unsere erste Fahrt. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich dann die anderen Sachen so darstellen. Also wenn wir dann Forschung und Entwicklung haben, wenn wir neue Züge bekommen, viele Güter, Umschlagbahnhöfe, all diese Dinge. Und ich glaube, so vom Gleisbau ist dieses Spiel ja nur wirklich das Beste, in Anführungszeichen, also das Einfachste. Nicht gut. Oh. Der muss hier aber ganz schön steil bergauf.
Doch auch rein grafisch ist diese Version natürlich deutlich besser als der Vorgänger, wie ich finde. Wobei der auch schon sehr hübsch war. Ich will da Bahnimpressionen machen, guckt euch das an. Nur wie das Fleisch hier transportiert wird, da bin ich noch nicht so ganz mit einverstanden. Sieht immer ein bisschen komisch aus. Weil diese Wagen und dann liegen da so Säcke drin oder so. Das verwundert mich doch ein wenig. So. Der Zug ist angekommen und wird entladen. Die Zahlen, die über dem Zug aufsteigen, sind die Transporterlöse. Dies ist die wichtigste Einnahmequelle für dein Unternehmen. Allerdings erzeugt jeder Zug auch Kosten für Personal und Wartung. Doch dazu später mehr. So, sehr gut. Wir legen auch direkt weiter los. Also Grundlagen haben wir verstanden. Güter, Standardgüter und Personen und... In dieser Lektion möchte ich dir einige zusätzliche Informationen zum Gleisbau geben. Die Grundlagen kennst du ja schon. Doch ich habe noch ein paar wichtige Tipps. Betrachte zunächst den Viehbetrieb mit der Straßenverbindung nach Sacramento. Die Straße sagt uns, dass der Betrieb Güter an die Stadt liefern kann. In diesem Fall Vieh an die Fleischindustrie. Ah, hier. Doch der Transport über Straßen ist langsam und begrenzt. Ja, hallo, Muku. Sacramento könnte mehr Fleisch produzieren, wenn die Stadt mehr Vieh erhalten würde. Ach so, die Kühe sind pausiert. Okay, ja, mehr Daher Waren. Sollst du nun eine Bahnverbindung zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento einrichten. Damit ein Landbetrieb einen Bahnhof nutzen kann, muss der Bahnhof in der Nähe errichtet werden. Dies wird dir mit Hilfe einer Linie vom Betrieb zum Bahnhof angezeigt. Ja, dann machen wir das so, dass wir auch die Wollfarm direkt mit anschließen. Und idealerweise nicht alles kaputt machen. Sehr gut. Und nun errichte eine Strecke zwischen dem neuen Bahnhof und dem Bahnhof in Sacramento. Nutze in Sacramento aber nicht die beiden ersten Bahnhofsgleise, denn die benötigen wir noch für die Verbindung nach San Francisco. Gut, das heißt, ich muss das jetzt erweitern. Aber wie? Ja? Ach so! Ah, verstehe. Die beiden ersten werden wir noch brauchen, hat er gesagt. Also nehmen wir das dritte. So. Dann schließen wir es einfach mal hier an, wenn wir da noch woanders hin mit wollen. Schön. Doch bevor du die Strecke errichtest, möchte ich dir erläutern, wie du die Höhe eines Gleises beeinflussen kannst. Füge dazu einen Gleispunkt auf der Strecke ein und verändere seine Höhe. Die Bedienung dazu wird dir unten am Bildschirmrand angezeigt, sobald du den Fokus über den Gleispunkt bewegst. Mit der Höhe eines Gleispunkts kannst du Tunnel, Brücken und Steigungen beeinflussen. Optimiere das Gleis nun so, dass keine Tunnel oder Brücken benötigt werden und das Gleis eine Länge von weniger als 250 Kilometern, 160 Meilen hat. Ja, aber warum geht das dann hier so hoch? Gleisbau. Außerdem kann ich das nicht, weil du hier im Weg bist, Kollege. Also was soll er? Weniger als 250 haben wir. Und keine Tunnel. Oder Brücken. Ah, dann müssen wir hier aber direkt runter. Dann macht er da aber einen Tunnel hin und ich kann nirgendwo anders einen Punkt hinsetzen. So. Nee, dann müssen wir hier irgendwo nochmal... Der will mich hier keinen Gleispunkt einfügen lassen. Und wenn ich hier eins hochgehe, kommt hier sofort eine Brücke. Hä? Wie soll das denn gehen? Wir können ein bisschen mehr Platz uns nehmen, ne? Das ginge vielleicht. So. Ja, so geht's. Ausgezeichnet. Nun richte eine Zuglinie zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento ein. Erstelle dazu eine neue Zuglinie mit den beiden Bahnhöfen, wähle eine Lokomotive und einen Zug und bestätige die Kosten. So, Henderson Stop, Sacramento. Dann Zug. Aber bis jetzt wieder nur den Grasshopper, Beladung automatisch. Das wäre geschafft. Die Zuglinie kann ihren Dienst aufnehmen.
Doch angenommen, der Bedarf an Vieh wird so groß, dass ein Zug auf dieser Linie nicht ausreicht. Bis wir eine zweite bauen. Dann müsstest du einen weiteren Zug einsetzen. Das geht derzeit aber nicht, denn die Strecke bietet keine Ausweichmöglichkeiten für mehrere Züge. Und dieser Bahnhof ist irgendwie sehr suboptimal angelegt. Liebe Leute, wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen schonen, möchte auf jeden Fall mit euch das Spiel spielen. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Etwas kürzere Folgen als gewohnt. Dann geht es weiter mit Tutorial Teil 2, beziehungsweise Folge 2 und Teil 2. Danke fürs Zuschauen. Wenn du das Spiel selber erwerben möchtest, ist ein Link in der Videobeschreibung. Da kannst du in aller Regel auch noch sparen bei unserem fantastischen Partner und mein Programm unterstützen. Und wenn du sofort alle Folgen sehen willst, jetzt auf Garderobe Plus. Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!